In etwas mehr als einem Monat, am 9. Jänner 2020, beginnen die Vorrundenspiele für die Handball-Europameisterschaft der Männer. Und zwar in Trondheim in Norwegen und in Graz. Die Vorbereitungen darauf laufen natürlich. Und mehr als nur einen EM-Vorgeschmack hat es in Graz schon in dieser Woche gegeben. In etwas mehr als einem Monat sorgt die Handball-Europameisterschaft für volle Hallen in Österreich, Norwegen und Schweden. Schon diese Woche hat in der EM-Stadt Graz die Schulhandball-Euro 2019 stattgefunden. Ich mag es einfach, es war einfach mein Lieblingssport und ja, das habe ich die ganze Zeit gemacht. Also mit am besten gefallen, wie man beim Handballspielen, wenn man die Tore schießt und wenn man sich dann freut. Jede Schule vertritt ein Land und repräsentiert dieses Land, spielt heute beim Turnier mit und macht auch eine Projektarbeit über die Länder, die bei der Europameisterschaft teilnehmen. So haben sich 12 Mädchen- und 18 Burschenteams aus der Steiermark vor den Augen der Teamspieler Thomas Eichberger und Daniel Dicker um die Schülerliga-Titel gematcht. Ja, es ist unglaublich toll zu sehen, dass wirklich so viele Kinder so viel Spaß an dem Sport haben. Und das ist natürlich unsere Basis, ist extrem wichtig für uns, dass möglichst viele Kinder dabei bleiben und so viel wie möglich machen in dem Sport. Die ersten Plätze wurden mit einem Superticket für den EM-Standort Graz belohnt. Das BG BRG Übersee und die NMS Bruck sind im Jänner live dabei. Für Österreichs Herren beginnt die Vorbereitung in wenigen Tagen. Das ist einfach was Besonderes. Ich glaube, jeder Spieler träumt davon, einmal ein großes Ereignis bei sich im eigenen Land zu haben und dabei noch mitspielen zu dürfen. Und es ist einfach ein Traum, denke ich, der für jeden bei uns in der Mannschaft in Erfüllung geht. Die Vorrunde in Graz startet am 9. Jänner. Österreichs Herren gehen einen Tag später in Wien auf Titeljagd.